Kommen wir zu Rechnungswesen Teil 29. Wir waren hier stehen geblieben bei der zweiten Lernkontrolle. Und die erste Frage lautet hier, also die Nummer 14: Kann ein Costcenter mehr als eine Kostenstelle umfassen? Begründen Sie Ihre Antwort. Naja, klar kann ein Costcenter mehrere Kostenstellen umfassen. Ich habe es erläutert. Sonst wäre Costcenter ja gleich Kostenstelle. Das Cost-Center umfasst typischerweise eben mehr als eine Kostenstelle oder diverse Kostenstellen als Kostenbereich beispielsweise. Nummer 15. Warum eignet sich der Bereich Logistik besonders gut für ein Profit-Center? Das ist relativ einfach zu erklären, weil man die Leistungen relativ gut an einem Markt auch anbieten kann. Die Vergleichbarkeit der Informationen ist sehr, sehr hoch. Das heißt also, man hat Marktpreise zur Verfügung, Logistik wird eben ja, durch viele Anbieter bereitgestellt. Das heißt, das Einholen von Vergleichsangeboten ist natürlich entsprechend auch einfach. Das heißt, Kern eben die Vergleichbarkeit, die macht es aus bei der Frage Nummer 15. Nummer 16 sollten Sie zumindest oder auf jeden Fall schon wissen aus den vorangegangenen Inhalten der gesamten Vorlesungsreihe. Erläutern Sie einen Unterschied zwischen der Ergebnisrechnung im internen und im externen Rechnungswesen und nennen Sie ein Beispiel. Also natürlich intern haben wir beispielsweise Kosten, zum Beispiel eben alles, was unmittelbar mit Kosten zu tun hat. Aber im externen hätten wir jetzt beispielsweise keine, im internen Bereich hätten wir zum Beispiel keine betriebsfremden Erträge, über die wir schon mal gesprochen haben, beispielsweise Kantineneinnahmen, die wir in einem Produktionsbetrieb haben, wären dann im externen Rechnungswesen enthalten, aber nicht im internen Rechnungswesen. Wir haben über die Unterscheidungen zwischen Grundkosten gesprochen. Wir hatten Zusatzkosten, mein Lieblingsthema eben diese kalkulatorische Miete oder die kalkulatorische AFA. Also die Bandbreite der möglichen Beispiele ist hier sehr groß. Sie leiten ein Unternehmen mit über 200 Produkten. Ist eine Betriebsergebnisrechnung in diesem Fall sinnvoll? Begründen Sie Ihre Entscheidung. Naja, klar, wenn ich viele Produkte habe, dann habe ich natürlich, muss ich natürlich überwachen, mit welchen Produkten bin ich denn am Markt oder beim Kunden auch erfolgreich. Das heißt also, ich habe hier ein bestimmtes Merkmal, nämlich die Unterscheidung der Produkte. Und das sollte ich natürlich auswerten können, um zu wissen, welches Produkt ist besser, welches ist schlechter, wo gegebenenfalls existieren auch Zusammenhänge zwischen den Produkten. Also kann ich beispielsweise ein Produkt streichen oder erwartet der Kunde, dass ich beide Produkte anbiete? Und deswegen ist natürlich eine Betriebsergebnisrechnung sicherlich sinnvoll. Gehört eine Analyse des Cashflows zu den originären Eigenschaften des IT-Controllings? Begründen Sie Ihre Entscheidung? Nein, natürlich nicht. Das ist jetzt nicht das Thema im IT-Controlling, sich mit Kapitalflussrechnung und dem Bankkontostand zu befassen. Denn genau das ist ja Bestandteil des Finanzcontrollings und deswegen gehört es dort natürlich nicht dazu, also nicht im IT-Controlling. Nummer 19, was versteht man unter dem Begriff Betriebsergebnis? Da haben wir auch die entsprechenden Ausführungen gehabt. Das heißt also Saldo von Erlösen und Kosten für einen bestimmten Bereich, für ein bestimmtes Merkmal. Ich hatte das Beispiel immer ausgeführt, dass wir über eine Sparte reden können, über ein Produkt reden können, über unterschiedliche Ausprägungen von Produkten. Am Beispiel des Autos habe ich das immer wieder genannt. Und im System können wir das Ganze eben auch überwachen, einstellen, auswerten über diese unterschiedlichen Merkmale, die man in Standard-Software-Systemen sehr gut vergeben kann. Was versteht man darunter, dass das Controlling aufgrund eines Timelags herausfordernd ist? Timelags heißt natürlich dann immer Zeitversatz. Das ist relativ einfach auch erklärt. Also Timelag ist immer, wenn ich also quasi jetzt auf die Zahlen blicke, aber diese Zahlen nicht dem aktuellen Stand entsprechen. Deswegen Timelag, also Zeitverzug. Und das ist so der Klassiker, zum Beispiel, wenn Rechnungen durch Zahlungsziele beispielsweise oder weil der Buchhalter krank ist oder keine Ahnung was, wenn Rechnungen nicht verbucht sind, ich auf das Ist-Ergebnis des bestimmten Merkmals draufschaue, dann habe ich natürlich diesen Zeitverzug da drin. Das heißt also, ich muss berücksichtigen, dass vielleicht schon Rechnungen eingegangen sind, noch nicht verbucht sind. Oder dass der Lieferant vielleicht vergessen hat zu fakturieren, beziehungsweise noch im Fakturierungsprozess ist. Das heißt also, wir die Rechnung vielleicht noch gar nicht bekommen haben.
Das macht immer Controlling herausfordernd, solche Zeitverzüge. Gehört der IT-Betrieb zum strategischen Controlling? Da haben wir auch eine entsprechende Grafik zu gehabt. Nein, natürlich nicht. Das ist genau das operative Controlling. Das hatte ich erläutert, nämlich genau das, was wir jeden Tag immer wiederkehrend, repetitiv, sich wiederholend machen. Und das ist natürlich dann operatives Controlling. Was versteht man unter Beratermanagement? Da habe ich auch ein paar Ausführungen zu gemacht. Also es gibt ganz oft eben IT-Dienstleister, Beratungsunternehmen und weitere, die dann entsprechend auch, ja, weil ich die eben für meine beispielsweise IT-Projekte benötige, die ich in diesem Kontext managen, überwachen, auswerten muss, überprüfen muss, auch im Zweifelsfall natürlich dann, wenn ich zum Beispiel diese Leistungsnachweise unterschreibe, von denen ich dann auch gesprochen hatte in der einen Grafik. So, ein Beschäftigter kann nicht weiterarbeiten, weil das SAP-System ausgefallen ist. Wie könnten entsprechende Ausfallzeiten berücksichtigt werden? Das hatten wir festgestellt im Kontext von Total Cost of Ownership. Also wenn ich also die Gesamtkosten dieses Systems erfassen würde wollen oder erfassen würde, dann würden darunter natürlich auch die Ausfallzeiten, die mit diesem SAP-System sind, verbunden sind, entsprechend auch berücksichtigen. Ich hatte auch ausgeführt, dass das nicht ganz so einfach möglich ist, weil der kausale Zusammenhang, der Aufwand für die Erhebung dieser Daten und so weiter, machen diese TCO, also Total Cost of Ownership, natürlich auch immer herausfordernd. So, gehen wir einen Schritt weiter. Hier das Thema eben IT-Kataloge als Controlling-Grundlage. Was sind IT-Kataloge? Das steht hier oben schon. Also die IT-Kataloge dienen eben der Standardisierung von Leistungen und Komponenten und sind eben die Grundlage für den Leistungsaustausch zwischen Auftragnehmer und Auftraggeber und damit auch die Grundlage für Service Level Agreements und die Preisbildung, auf die wir dann gleich nochmal eingehen werden. Wenn man sich das so vorstellt, und das haben Sie wahrscheinlich auch in den vorigen Vorlesungen schon mal gehört, dann ist das, was wir jetzt hier sehen, dieser IT-Katalog, die es meines Erachtens oder meines Wissens nach eigentlich überall gibt, wo wir, sage ich mal, ein paar Mitarbeiter mit ein paar Rechnern haben. Das ist so wie eine Stückliste. Stückliste in der Industrie bedeutet ja, was brauche ich alles, um das Produkt herzustellen? Das ist meine Stückliste. Also wie ein Rezept. Ja, also wenn Sie etwas kochen wollen, dann haben Sie auch quasi eine Stückliste, die sagt Ihnen 300 Gramm Mehl und 400 Gramm Butter und 200 Gramm Zucker. Und dann kommt da der Kuchen raus. Und genauso kann man sich das hier auch vorstellen. Ich habe einen Katalog von Leistungen. Und wenn ich die dann zusammenführe oder wenn ich diese beschreibe, dann habe ich die Gesamtleistung meines IT-Bereichs jetzt in diesem konkreten Fall. So, IT-Katalog und Controlling sind natürlich damit sehr, sehr eng verbunden, weil es nämlich darum geht, um die Beschreibung der Leistung, die Angebotserstellung, das ist hier oben der erste Punkt, die Angebotserstellung, die Margen, die ich damit erwirtschaften kann, die Kosten, die mir für die einzelnen Komponenten meines IT-Kataloges entstehen und so weiter. Deswegen, also hier sind ganz enge Verbindungen, wenn man so kurz mal drüber nachdenkt. So, was sind typische Bestandteile? Desktop-Services sind natürlich ja, die Arbeitsplatzrechner, um es mal ganz einfach auszudrücken. Aber nicht nur die Arbeitsplatzrechner, vielleicht auch der Drucker, der dazugehört, der Scanner. Das hängt jetzt immer von der spezifischen Situation in dem Unternehmen ab. So, was gehört dann dazu? Also beispielsweise, was sind dann Bestandteile? Also Beschaffung von solchen Services. Ja, Bevorratung, Lagerhaltung haben Sie hier ganz oft, weil so ein Arbeitsplatzrechner dann mal kaputt gehen kann. Und dann kann es ja nicht sein, dass wir dann erst bestellen müssen und der Mitarbeiter dann irgendwie 4 Wochen nicht arbeiten kann. Dann das Thema Bereitstellung, also Aufstellung dieser Services bzw. dieser Desktops. Also irgendeiner muss das Gerät dann ja einrichten, in den Raum bringen. Wenn Sie beispielsweise einen neuen Mitarbeiter oder eine neue Mitarbeiterin haben, dann muss das Ganze eben auch eingerichtet werden. Dann muss das Ganze auch gewartet werden. Also beispielsweise geht was kaputt. Die Tastatur ist kaputt, die Maus muss ausgetauscht werden, wie auch immer. Also das sind alles solche Desktop-Services. Dann haben wir Apps und Self-Service. Self-Service heißt natürlich immer so eigene Service, wo der Mitarbeiter selbst was machen kann.
und Apps, glaube ich, brauche ich nicht erklären. Da geht es dann natürlich auch um das Thema der Bereitstellung, also welche Apps sollten bereitgestellt werden, welche Self-Services, welchen Leistungsumfang sollen die entsprechenden Dinge haben und wie können sie am geschicktesten genutzt werden. Daran hängt auch die Fragestellung, wie umfangreich sind Erläuterungen notwendig bzw. Schulungen. Auch das kennen Sie, wenn Sie an die Apps auf Ihrem Handy denken. Dann gibt es ganz einfache Apps, die selbsterklärend sind, wo Sie einfach durch Ausprobieren zum Ergebnis kommen. Oder aber Sie haben eine sehr komplexe App, dann müssen Sie beispielsweise so ein Tutorial machen oder so eine Einführung, gibt es bei den Apps dann ja auch. Oder wenn Sie die jedenfalls nicht machen, dann können Sie es auch nicht richtig nutzen. Das Thema Datensicherung ist natürlich bis heute ein großes Thema, eben welcher Umfang der Datensicherung soll stattfinden. Dann ganz wichtiges Thema für die Höhe der Kosten ist hier diese Periodizität, also wie oft mache ich das Ganze eigentlich. Also es macht natürlich einen Unterschied, ob ich permanent eine Datensicherung durchlaufen lasse oder das nur einmal die Woche mache. Und auch natürlich die Verbindlichkeit, also was speichere ich eigentlich alles oder was sichere ich alles? Ist das dann die komplette Festplatte oder sind das nur Bewegungsdaten und so weiter und so weiter? Druckservices, natürlich das Ausdrucken, vielleicht auch über eine Druckstraße. Bei größeren Unternehmen gibt es sowas noch. Oder wenn Sie jetzt an Massensysteme denken, denken Sie mal an Versicherungen. Alle von Ihnen, gehe ich mal von aus, haben eine Versicherung, dann kriegen Sie immer einmal zumindest im Jahr eine Rechnung. Und wenn man auf diese Rechnung beispielsweise mal drauf schaut, dann sieht man, dass das noch, ich sag mal, herkömmliche oder relativ ältere Druckqualitäten sind. Das sind aber einfach Systeme oder Drucksysteme, die natürlich schon 10, 20, 30 Jahre alt sind, aber für Massendrucks immer noch sehr, sehr gut geeignet und sehr, sehr günstig einfach sind. Da brauchen Sie ja jetzt nicht irgendwie hochauflösende Laserfarbdrucke, sondern das reicht einfach, diesen Bescheid auszudrucken. Und da kann man das sehr schön sehen. Also wenn viel gedruckt wird, nutzt man diese herkömmlichen Drucksysteme. Dann aber auch das Versenden des Ganzen, also frankieren muss dann natürlich ist dann natürlich erforderlich, gegebenenfalls sogar das Zustellen von solchen Briefen oder Serienbriefen. Das heißt, das versteht man alles unter diesen Druckservices und auch da gibt es sicherlich noch weitere Elemente. Dann haben wir das Thema der Cloud, also wie viele Kapazitäten brauche ich eigentlich in der Cloud, welche Verfügbarkeiten sind damit verbunden, welche Automatismen bedeutet beispielsweise auch Auswertungen von Daten, die in der Cloud beispielsweise gehalten werden. Und auch hier ist es natürlich so, dass man entlang dieser Cloud-Dienste eine ganze Reihe von, ich sag mal, einzelnen Bestandteilen oder Leistungselementen, wie sie jetzt hier dargestellt sind, ausprägen kann und sollte. Installation und Betriebnahme von Geräten bzw. Software. Das heißt, das könnte zum Beispiel eine erste Installation einer bestimmten Software sein. Dann hat man ja ganz oft regelmäßige Updates, die erforderlich werden. Man hat den Betrieb der Software, also man braucht Leute, die quasi auch da sind im Büro und überwachen, dass das Ganze auch funktioniert oder bei entsprechenden Ausfallsituationen einschreiten können. Dann haben wir das Riesenthema eben und was auch immer mehr an Bedeutung gewinnt, ist das Thema IT-Sicherheit, also so eine technische IT-Sicherheit. Das heißt also, nehmen Sie das Beispiel bei einigen großen Unternehmen ist es nicht ganz ungewöhnlich, wenn wir beispielsweise Desktop-Rechner haben, in die man keinen USB-Stick reinstecken kann. Und da geht es dann in zwei Richtungen. Das eine ist natürlich, dass man sich kein Virus auf der Festplatte des Firmenrechners einfangen kann, aber auch die Sicherung, die technische Sicherung von Datenabzügen seitens des Mitarbeiters. Dann organisatorisch natürlich kann man ganz viele regeln, also wer hat welche Berechtigung, das gehört auch zur IT-Sicherheit und so weiter und so weiter. Dann haben wir das Thema Problem Management, da geht es natürlich immer um Störungen. Also wie soll das Ganze ablaufen? Ist das ein aktives Störungsmanagement, also was quasi auch technisch überwacht? Ist das reaktiv, dass man einfach nur wartet, bis ein Anwender sich beispielsweise meldet? Und zu guter Letzt, aber Sie sehen das auch hier, deswegen unten links diese drei Punkte. Es gibt viele weitere Dinge,
die wir dort berücksichtigen können sollten. Und wir haben hier bei der Hardware erstmal zum Abschluss die Verfügbarkeit der Hardware, also welche Komponenten stehen eigentlich immer zur Verfügung. Auch da wieder das Thema logischerweise Lagerhaltung. Welche Kapazitäten müssen die Hardware-Systeme haben, die ich gegebenenfalls brauche? Lagerhaltung auch gegebenenfalls aus Sicherheitsgründen, wenn ich zum Beispiel Speicher oder Datensicherung selber mache und ich weiß, dass ein entsprechendes Gerät eben normalerweise eine Bestelldauer von 8 oder 9 Wochen hat, dann ist klar, dass ich mir sowas auf Lager legen sollte. Und dementsprechend hier geht das Ganze auch weiter. Also ich kenne, wie gesagt, keine Organisation, die diese IT-Kataloge nicht in irgendeiner Form hat. Und ich hatte auch schon in der Wirtschaftsinformatik insbesondere da auch ein, zwei ja, Bachelorarbeiten dazu, nämlich unter anderem in der Verbindung eben hier auch Preisbildung, Service Level Agreements und wie man das Ganze eben auch in Verbindung setzen kann. Gehen wir einen Schritt weiter, kommen wir ganz konkret zu diesen Service Level Agreements. Und es steht ja auch schon drüber, was es sind, nämlich Vereinbarungen bzw. Beschreibungen der Schnittstellen zwischen Auftraggeber und Dienstleister für wiederkehrende Dienstleistungen oder auch Serviceleistungen. Und das Ganze ist natürlich, sowohl kann das Ganze ein Service Level Agreement intern sein, das heißt zum Beispiel zwischen der internen IT und dem Fachbereich, aber auch Service Level Agreements sind organisationsübergreifend denkbar. Das heißt also, Service Level Agreements kommen an ganz vielen Stellen zum Einsatz und deswegen sollte man auch unbedingt wissen, was ein Service Level Agreement unter anderem ist. Und ich zeige Ihnen auch gleich auf den nachfolgenden Folien noch ein, zwei Dinge, die da auch noch wichtig sind zu verstehen. So, also was heißt diese Service Levels? Was ist da eigentlich drinnen? Natürlich die vereinbarte Leistung. Die ist da drin beschrieben. Die Leistungsqualität ist auch darin beschrieben. Und das bedeutet natürlich hieraus auch, entstehen Kostentreiber. Relativ einfach erklärt kann man sich diese Kostentreiber vorstellen an dem Beispiel, wir betreiben eine Hotline. Also unser Service Level ist eine Hotline für die Aufnahme von Fehler in einem SAP-System, nur um mal ein Beispiel zu nennen. Und dann dürfte klar sein, wenn die Hotline 24 Stunden am Tag geschaltet ist, dann wird das teuer. Dann brauche ich mindestens 3 Personen a 8 Stunden, wenn wir jetzt nur eine Stelle besetzen wollen. Und dann können Sie sich vorstellen, aufgrund der Arbeitszeiten zu Nachtzeiten und am Wochenende, dass dieses Service Level relativ teuer wird. Jetzt kann ich aber auch nur, ich sage es mal, diese Hotline schalten 6 Stunden am Tag, nämlich in der Kernarbeitszeit der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Und das bedeutet natürlich auch, dass dann das Ganze relativ, also im Vergleich zu den 24-Stunden-Service natürlich sehr günstig wird. Das heißt, hier stecken Kostentreiber drin und deswegen ist es so wichtig, sich genau zu überlegen, auf beiden Seiten. Also zum einen das zu kalkulieren, wenn ich Anbieter bin des Service Levels, auf der anderen Seite aber auch für den Nachfrager, was will ich mir eigentlich leisten? Was kann ich meinen Mitarbeitern zumuten? Auch da ein konkretes Beispiel. Schon vor 15, 20 Jahren ist man dazu übergegangen, dass wir, sagen wir mal, einfache Hotline-Services im Bereich der IT nach Indien ausgelagert hat. Inzwischen ist Indien ja schon fast zu teuer. Man bevorzugt ja jetzt schon die Philippinen beispielsweise. Und ja, die Mitarbeiter dort konnten auch Deutsch. Aber wenn natürlich, wenn jetzt, sage ich mal, ein indisch sprechender Hotline-Mitarbeiter mit einem, sage ich mal, Mundart sprechendem Deutschen an einer Hotline über tausende von Kilometern zusammengeschaltet ist, dann ist das zwar alles denkbar, aber dann leidet sicherlich auch die Qualität der Kommunikation und das treibt natürlich auch wieder die Kosten, weil da fünfmal angerufen werden muss, weil beispielsweise der Dienstleister das Falsche macht, weil der Mitarbeiter in Deutschland länger warten muss und so weiter. Also es ist ein ganz, dieses Austarieren eines Service Levels ist sehr herausfordernd. So, was sind die Ziele? Und der Nutzen natürlich Leistungstransparenz auf beiden Seiten. Was ist mein Vertrag? Was kriege ich auf der einen Seite an Leistung? Was kriegt der andere dafür an Vergütung? Und natürlich ganz klar, weil dieser Service Level wird auch sehr sauber beschrieben wie so ein Vertrag, habe ich natürlich entsprechende Kontrollmöglichkeiten auf beiden Seiten.
Nachdem wir es jetzt gerade schon geschildert haben, dürfte klar sein, dass natürlich die Service Level Agreements und Controlling in einem ganz engen Verhältnis stehen, weil die Service Levels sind ja quasi mein IT-Produkt, wenn ich jetzt hier nur auf IT beziehe. Ich hatte es eingangs gesagt, das können auch noch ganz andere Bereiche umfassen, so ein Service Level. Und wenn es mein Produkt ist, dann ist es natürlich genau das, was ich überwachen muss, was ich mit Kosten hinterlegen muss, was ich vielleicht auch ausbauen muss oder wo ich auch Ist-Planabweichungen, da bin ich wieder beim Regelkreis der Steuerung, den wir ganz am Anfang dieses Controlling-Teils hatten, natürlich überwachen muss. Komme ich mit meinem Ressourceneinsatz jetzt als Anbieter der Hotline hin? Wie hoch ist das Anrufvolumen und wie hoch ist die Vergütung? Um abzugleichen, geht meine Vorkalkulation für mein Produkt hier auch auf am Ende des Tages. Auch hier bei der Nummer 4 jetzt nur typische Bestandteile von Service Level Agreements, weil es gibt noch ganz, ganz viele weitere. Ich will Ihnen nur mal hier so ein paar nennen, die wirklich, sage ich mal, bezeichnet sind oder die man sich vielleicht auch ganz gut merken kann. Also Bestandteile sind natürlich der Leistungsgegenstand. Also worum geht es eigentlich? Geht es um eine Wartung von Software? Geht es um Datensicherungsservices? Geht es um Speicherungsvolumen? Geht es um Hotline-Verfügbarkeit, also einfach der Leistungsgegenstand, über was reden wir eigentlich? So, dann dieser Service-Level an sich, also wie oft, ich hatte gerade schon gesagt, wie lange, wie intensiv, ja. Also beispielsweise können Sie ja, oder oft wird ein Service-Level auch danach ausgerichtet, dass man sagt, beispielsweise mein Mitarbeiter muss innerhalb von 2 Tagen, nachdem er bei der Hotline angerufen haben, eine Lösung präsentiert bekommen. Oder nach 3 Tagen muss das Ticket geschlossen sein. Oder, das gibt es auch im Personalbereich beispielsweise, wenn Sie sich an die Personalabteilung wenden, der Mitarbeiter muss innerhalb von 24 Stunden eine Antwort auf seine Anfrage bekommen haben. Also das sind diese unterschiedlichen Service Levels, die man dann natürlich nochmal abstufen kann. Ja, also nach sofortiger Uhrzeit, Verfügbarkeit oder nach sofortigem Arbeitseinsatz bis hin eben innerhalb einer Woche ist es zu klären. Dann haben wir die Gestaltung von Preisen. Also es kann fixe Preise geben, beispielsweise ein fixer Preis pro Monat. Ja. Dann gibt es variable Preise, also vielleicht nach Abhängigkeit des Aufwandes, den ich da reinstecken muss. Und natürlich auch mengenabhängige Preise, auch hier wieder nur als Beispiele genannt, kriege ich zum Beispiel eine Vergütung über die Anzahl der Anrufe. Ja, dann hatte ich eine mengenabhängige Vergütung. Also Gestaltung, die Preisgestaltung ist da in vielen Richtungen Entschuldigung, denkbar. Es gibt auch die Dauer, zum Beispiel die Dauer eines Telefonats, wenn zum Beispiel der Mitarbeiter, das schützt auch den Anbieter, wenn jetzt ein Mitarbeiter auf der Hotline anruft und überhaupt sein Problem gar nicht beschreiben kann, weil er einfach gar nicht so ausgebildet oder das System so wenig beherrscht, dass er nicht mal das Problem beschreiben kann, dann ist es natürlich für den Hotline-Anbieter viel günstiger, wenn die Dauer des Gespräches entsprechend vergütet wird. Eskalationsmanagement, ganz wichtig. Also, was passiert, wenn Leistungsstörungen auftreten? Das kann wieder, ich habe es gerade gesagt, auch beidseitig wirken. Nämlich dahingehend, dass der Mitarbeiter an der Hotline unhöflich sein kann, aber es kann auch der Mitarbeiter vom Kunden unhöflich sein. Und was passiert, wenn diese Situation eintritt, also diese Leistungsstörung, diese Eskalation eintritt? Dann muss man sich genau Gedanken machen, wie man diesen Vertrag so regelt, dass dann beide Seiten mit einer entsprechenden Eskalation umgehen können, weil wenn man das nicht regelt, wir natürlich in große Probleme geraten. Dann, was ist die rechtliche Folge beispielsweise aus solch einer Eskalation? So, Mitwirkungsleistungen beider Seiten sind natürlich die Voraussetzung für die Leistungserbringung. Ich habe gerade das Beispiel angeführt, wenn ein Mitarbeiter jetzt gar nicht geeignet ist, sein Problem auf der Hotline zu beschreiben, dann muss natürlich klar sein, dass dann der Auftraggeber, also der die Hotline eingekauft hat, seinen Mitwirkungsleistungen nicht nachkommt. Weil wie soll die Hotline das Problem lösen, wenn der Kunde, in dem Fall der Mitarbeiter, nicht in der Lage ist, das Problem zu beschreiben? Und deswegen sind eben beidseitige Mitwirkungsleistungen natürlich auch Voraussetzungen. Oder auf der anderen Seite,
Jetzt ruft der Mitarbeiter an, der ist kompetent und beschreibt das Problem. Der Mensch an der Hotline erkennt auch das Problem und sagt sich, naja, wir haben beispielsweise eine mengenabhängige Hotline, lass ihn doch nochmal anrufen, wir machen erstmal nichts. Ja, also Mitwirkungsleistungen beider Seiten sind entsprechend auch vonnöten. So, was sind Folgen bei Nichteinhaltung? Da geht es natürlich ganz klar um Vertragsstrafen. Also was passiert, wenn ich jetzt beispielsweise die Hotline nicht erreichen kann, obwohl mir 24 Stunden am Tag zugesagt waren. Das ist natürlich auch entsprechend zu regeln. Und Sie sehen, das Ganze ist eben nicht ganz so einfach. Und auf der Folgeseite möchte ich Ihnen die Komplexität auch nochmal nahebringen. Und deswegen haben wir auch in den letzten Wochen uns erstmal die Kostenrechnung angetan und die Buchführung angetan. Und jetzt werden Sie etwas sehen, das sehen Sie, oder sehen Sie mit Sicherheit schon, wenn Sie es mal sich angeschaut haben. Die Überschrift heißt ja schon, warum helfen Buchführung und Kosten- und Leistungsrechnung bei Service Level Agreement nicht mehr weiter oder nur bedingt weiter. Und das sehen Sie hier. Das ist jetzt hier wirklich tatsächlich mal aus so einem Leistungskatalog, auch aus dem Bereich IT. Hier sehen Sie unterschiedliche Service Levels, also das ist hier nur Garantie und das ist Premium. Und wenn man jetzt hier mal so reinschaut, also wo haben wir jetzt hier die Repair Services beispielsweise, sieht man das sehr schön. Das heißt also hier bei Repair Service, der ist mit drinne, aber der Repair Service Advanced ist halt innerhalb von 10 Arbeitstagen und der Premium ist innerhalb von 5 Arbeitstagen. So, und jetzt versuchen Sie das mal zu kalkulieren. Ja, also wie viel Repair Service, wenn wir das jetzt als Kostenträger aus Sicht des Anbieters mal betrachten, wie kann ich dieses Produkt, dieses Service Level beschreiben und hinterher auch kalkulieren? Und da wird es natürlich jetzt schon kompliziert. Zum einen haben wir die Buchführungsstruktur unserer Kostenartenrechnung, ja, die gibt nicht Repair Service her. Und die KLR gibt klassischerweise auch erstmal nicht Repair Service her. Da kann man drüber nachdenken, ob man einen Kostenträger einrichtet und über den BAB, über die Kostenstellen, dann auf Repair Service das Ganze verteilt. Aber auch das ist Pi mal Daumen. Und das Zweite ist, wie diese Unterscheidung herzustellen ist. Ne? Die unterschiedlichen Kalkulationen, 10 Working Days, 5 Working Days. Also das sind starke Einzelfallanalysen mit ganz klarem Bezug zum Controlling. Und deswegen kann man eben sehen, dass es so einfach eben nicht ist. Und so kann man eher interpretieren oder auch sehen, was Controlling hier an der Stelle beispielsweise auch leisten muss. Natürlich in enger Verzahnung mit der Kostenrechnung und natürlich auf Basis der Grundlagen der Buchführung. Aber diese Sachen zu kalkulieren, ich glaube, da sind wir uns einig und ich habe das in der Praxis schon ein paar Mal machen dürfen, das ist eben nicht ganz so einfach. Das sollten Sie auf jeden Fall mal mitnehmen und hier auch nochmal ein klares Beispiel für den Zusammenhang auf der einen Seite zwischen Buchführung, KLR und Controlling, aber auf der anderen Seite auch die Herausforderungen, die wir hier ganz konkret sehen. So, gehen wir jetzt einen Schritt weiter. Wir schauen jetzt mal auf ein Lifecycle-Modell. Also hier geht es um die Fragestellung, ist es auch auf der Folie beschrieben, ein Lifecycle-Management bzw. Produkt-Lebenszyklus-Management ist eben ein Konzept zur Integration von Informationen, die im Verlauf eines Lebenszyklus entstehen. Und da gibt es Organisationsstrukturen für. Und es geht um die, ich sag mal, Objektivierung von Entscheidungen innerhalb und für die IT. Die Ausgangslage ist da relativ klar. Wir haben natürlich in der IT immer eine Komplexität, nämlich wir haben immer viele Vorhaben und Projekte, die gleichzeitig laufen. Das muss auch teilweise so sein, wenn Sie beispielsweise an gesetzliche Änderungen denken. Also nehmen Sie nur eine Veränderung des Mehrwertsteuersatzes oder falsches Wort, Umsatzsteuersatzes, so ist es eigentlich richtig. Da müssen Sie das im System anpassen, ob Sie wollen oder nicht. Das heißt also, wir haben immer irgendwelche Maßnahmen, um das Ganze zu gestalten und sich zu überlegen, welche Priorisierung nehme ich denn bei meinen ganzen IT-Vorhaben vor und was ist davon besondere Bedeutung. Und um das zu objektivieren, diese Entscheidung, bedarf es eben geeigneter Instrumente und da sind eben Portfolios immer das Mittel der Wahl. Und das Prinzip des Portfolios, was ich Ihnen hier gleich zeige, das haben sicherlich einige von Ihnen schon gehört.
Das ist die sogenannte BCG, also von der Boston Consulting Group, einer Unternehmensberatung erstellte Normstrategie, die ist super bekannt. Ich glaube, die meisten von Ihnen hatten das in den BWL-Grundkursen schon mal. Und das Prinzip damals oder ist einfach eine Kategorisierung, die da hieß Marktwachstum, also Marktwachstum hier gering, dort hoch logischerweise, wie man es kennt. Und dann hier der relative Marktanteil, das heißt, relativ ist der Marktanteil der Unternehmung im Verhältnis zum Marktanteil des stärksten Konkurrenten. Ja? Das heißt also, was ist dann gut? Natürlich hohes Marktwachstum und hoher relativer Marktanteil, nämlich das da oben. Und dann, das kennen, wie gesagt, einige von Ihnen, gibt es so eine Standardkategorisierung, das hier unten sind die armen Hunde, deswegen Poor Dogs genannt. Und da gibt es eben auch die Normstrategie, dass man diese Produkte gegebenenfalls liquidiert. Kein Marktwachstum und kein Marktanteil sind natürlich jetzt nicht sexy, um es mal ganz deutlich zu sagen. So, gehen wir weiter. Dann haben wir ein hohes Marktwachstum, einen geringen Marktanteil. Das sind die sogenannten Fragezeichenprodukte. Also da besteht auf jeden Fall Marktwachstum, also eine Chance am Markt. Da sollte man natürlich selektiv vorgehen. Und gegebenenfalls auch investieren in diese Produkte, um eben sicherzustellen, dass ich gegebenenfalls auch einen höheren Marktanteil, relativen Marktanteil generieren kann. Dann haben wir unsere Stern- oder Star-Produkte, natürlich hoher Marktanteil, hohes Marktwachstum, natürlich die beste Situation. Da sollte man natürlich weiter fördern, investieren, weil da sind wir ganz stark in diesem Produkt. Und dann zu guter Letzt unten rechts die Cash-Cows oder ja, die Cash-Cows. Nämlich, wir haben einen hohen Marktanteil, das Marktwachstum ist gering, aber durch den hohen Marktanteil verdienen wir sicherlich sehr, sehr gut. Das heißt eigentlich Position halten und ernten nennt man das auch. Deswegen auch diese Cash-Cows, also diese Cash-Kühe sozusagen. Das ist die Grundidee. Wie gesagt, ich möchte da jetzt nicht drauf eingehen weiter. Nur da, wo es herkommt, eben aus der BCG-Normstrategie. Das habe ich also nicht erfunden. Wenn Sie das irgendwo eingeben, dann finden Sie da ohne Ende Literatur oder auch Inhalte im Internet zu. Und was da auch noch wichtig ist zu verstehen, es gibt noch von McKinsey eine erweiterte Portfoliostrategie, die geht dann auf entsprechende sechs Felder. Oder acht, das weiß ich nicht. Ist aber auch nicht so wichtig. Entscheidend ist, was man sich merken muss, hier oben gut, da unten schlecht. Ja? Und daraus kann man eben Normstrategien ableiten. Und diese Idee eines Portfolios, das ist Portfolio-Management. Und das wird heute in der Informationstechnologie ganz oft genutzt, um eben diesen Produktlebenszyklus und diese Komplexität von unterschiedlichsten Anforderungen über Projekte, über Maßnahmen hinweg transparent zu machen und nachvollziehbar zu machen. So, jetzt machen wir mal ein Beispiel. Ich habe jetzt hier mal etwas herausgenommen. Das hier ist aus der IT-Strategie des Landes Niedersachsen und hier wird der Studiengang Verwaltungsinformatik begründet. Und das ist jetzt einfach nur mal so ein Beispiel. Sowas steht in einer entsprechenden, ja, Strategie beispielsweise drin, nur mal hier, um das Ganze zu gestalten. Also wie kommt man jetzt zu diesen Kriterien auf der Y- und X-Achse und zu der Position auf dem entsprechenden Portfolio? Das ist jetzt hier natürlich sehr in Kurzform gleich dargestellt. Deswegen habe ich im Folgenden ein konkretes Beispiel nochmal dazu, um es besser nachvollziehen zu können. Also, das Wichtigste ist ja unsere IT-Strategie, die bestimmt alles, was hier passiert. Also wir brauchen eine ausformulierte und konkrete IT-Strategie logischerweise. Daraus ergibt sich das Kriterium der Y-Achse und das Kriterium der X-Achse. Also, was will ich eigentlich im Kern erreichen? Das spiegelt sich dann hier in diesen beiden Dimensionen wieder. Diese IT-Strategie wird weiter runtergebrochen, nämlich in einzelne strategische Ziele. Und dann habe ich ein Projekt, um dieses strategische Ziel beispielsweise zu erreichen. Und über bestimmte Eigenschaften, ich drucke das mal auf hier oder decke das mal auf hier, und über spezifische Eigenschaften kommen wir denn dazu, dass wir hier auch wissen, an welcher Position sich dieses Projekt, in dem Fall habe ich jetzt Vorhaben und Projekte genommen, dann auch ganz konkret befindet.
Basis dafür sind beispielsweise, wenn wir Projekte oder Vorhaben, die Projekt- oder Vorhabensteckbriefe, können auch aktuelle Informationen sein, wie beispielsweise die Kosten des Projektes. Das sind alles Möglichkeiten. Und was macht jetzt Controlling? Controlling gestaltet diese Portfolios, also wie sehen die eigentlich aus, überlegt sich diese Ableitung der Kriterien beispielsweise. Controlling bereitet diese Portfolios teilweise auf, kommentiert diese Portfolios. Das ist auch eine wichtige Aufgabe. Kommentiert das Ganze natürlich. Wir sind ja, haben ja festgestellt oder herausgearbeitet, dass wir ja, ja die Entscheider, die Geschäftsführung, die Gestalter beraten und deswegen über die Kommentierung ihnen natürlich auch Hinweise geben. Wir bewerten Portfolios und sagen beispielsweise, also das ist besser als das. Und es werden natürlich weitere Empfehlungen ausgesprochen, was man mit dem einen oder anderen Portfolio-Objekt, ich möchte mich hier mal lösen von Projektvorhabenbegriffen, einfach, was man damit machen sollte. Und dementsprechend machen wir es mal ein bisschen konkreter, nur damit Sie mal ein Gefühl dafür bekommen. Wir nehmen jetzt mal VW. VW hat gesagt, sie wollen der größte Autohersteller der Welt werden. Das bedeutet beispielsweise, wenn wir über die entsprechende Y-Achse nachdenken, Marktanteil. Marktanteil misst logischerweise, ob ich der größte Autohersteller der Welt wäre. Zweiter Fall, Umsatz. Ja, auch ein wichtiger Punkt. Umsatz, nach Umsatz der größte Autohersteller der Welt und oder nach Marktanteil. Jedenfalls beides Dimensionen, die darüber Auskunft geben, ob ich der größte Autohersteller der Welt wäre. So, was muss ich machen, um beispielsweise der größte Autohersteller der Welt zu werden? Naja, wenn ich in manchen Regionen noch nicht so bekannt bin oder meine Konkurrenz sich da zu stark durchgesetzt hat, dann muss ich meine Bekanntheit erhöhen. Ich muss meine Preisgestaltung weiterentwickeln. Ich muss die Preise so entwickeln, dass mein Marktanteil steigt und idealerweise mein Umsatz steigt. Was muss ich dafür wiederum tun? Bekanntheit erhöhen wäre jetzt beispielsweise eine Werbekampagne, überarbeiten, weiterentwickeln, neu gestalten für die Regionen, in denen ich selbst noch nicht erfolgreich bin oder noch nicht so erfolgreich bin, wie ich es mir vorgestellt habe. Preisgestaltung weiterentwickeln heißt vielleicht neue Services anzubieten, damit ich jetzt eben nicht nur abhängig bin vom reinen Verkaufspreis dieses Produktes, sondern mit Zusatzprodukten eben Umsatz generieren kann. Das ist natürlich sehr, ich sag mal, schemenhaft, oder das heißt schemenhaft, so will ich es gar nicht im negativen Sinne hier sagen, aber sehr einfach dargestellt. Und deswegen gehen wir jetzt mal eine Ebene weiter. Ich hatte das beim letzten Mal auch, glaube ich, schon gesagt, dass wir dieses Portfolio-Management natürlich eins der ganz wichtigen Instrumente ist. Und diese Projekt- oder Vorhabensteckbriefe, die besagen eben, wo landet hier so ein, also welches Objekt ist das hier eigentlich und wo landet es am Ende auch auf dem Portfolio. Und deswegen hier jetzt nochmal eine kurze Darstellung dazu, was diese Projekt- und Vorhabensteckbriefe denn beispielsweise alles für die Portfoliosteuerung eben ausprägen, beziehungsweise was sie dort als Elemente leisten. Also auch hier wieder, Sie sehen das Punkt, Punkt, Punkt. Da gibt es noch viele weitere Informationen bzw. Hintergründe, die in so einer Portfolio-Steckbrief hinterlegt sein können. Also zum einen die Beteiligten, das heißt, wer ist Ansprechpartner für dieses Projekt oder Vorhaben? Wer ist der Auftraggeber? Wer ist der Sponsor? Also wer unterstützt das Ganze? Dann die Frage eben nach dem Gründen, Nutzen, Ziele dieses Projekt oder Vorhabens. Nur kurz noch zur Unterscheidung zwischen, was ist der Unterschied zwischen Projekt und Vorhaben? Projekt ist meistens schon genehmigt und Vorhaben ist oft eben noch nicht genehmigt. Das sind diese zwei Unterscheidungen, die es ganz oft gibt. Das ist jetzt nicht aus der wissenschaftlichen Literatur, sondern das ist so Praxiserfahrung. So unterscheidet man das in den meisten Organisationen. Dann natürlich die Art oder des Projektvorhabens, also zum Beispiel ein neues Projekt. Ist es eine Erweiterung eines bestehenden Projektes? Ist es ein Wartungsprojekt oder Vorhaben? Ist es ein Nachfolgeprodukt? Also damit man einsortieren kann, worum geht es eigentlich?
So, dann, wie geht man vor? Ist das eine Analyse, eine Bewertung, eine Ausschreibung? Also, was brauchen wir alles? Analyse, Bewertung, Ausschreibung, Implementierung. Was gehört alles zu diesem Projekt oder Vorhaben dazu? Wie ist es auch abgegrenzt an dieser Stelle? Dann natürlich Zeit- und Terminplanung, also eine grobe Zeitplanung, jedenfalls bei einem Vorhaben, wenn es zum Beispiel noch nicht genehmigt ist. Und bei einem konkreten Projekt nimmt man natürlich dann auch die entsprechende Projektgesamtzeitplanung als Grundlage, die man zumindest in einer groben Vorplanung natürlich mit einreichen muss, um dann zum konkreten Projektumsetzung weiter herunterbricht. Lebensdauer, ganz wichtig für die Bestimmung des Lifecycles, also wie lange wird dieses Ergebnis, dieses Projektvorhabensergebnis genutzt, wie kann ich es auch weiter nutzen. Dazu gehört natürlich auch die Wirtschaftlichkeitsbetrachtung, Berechnung, über die wir schon gesprochen haben. Dann haben wir das ganze Thema Return on Investment, Kosten-Nutzen-Analysen, da hatte ich was schon zu gesagt zu dem Thema Wirtschaftlichkeitsbetrachtung. Das gehört dann entsprechend dazu. Dann haben wir Entscheidungsalternativen, also hier die Alternativen für das Management. Was ist, wenn ich dieses Projekt oder Vorhaben nicht durchführe? Welche Alternativen habe ich vielleicht für eine Umgehungslösung oder ich vielleicht für ein Outsourcing oder? Auch da sind die Varianten sehr vielfältig. Wichtig auch immer IT-Strategie. Ich habe es gesagt, IT-Strategie ganz wichtig. Wo will ich eigentlich hin mit meiner IT? Welchen Beitrag leistet dieses Projekt oder Vorhaben zu dieser Strategie? Wenn das Projekt oder Vorhaben keinen Beitrag zur IT-Strategie leistet, dann darf es nicht gestartet werden. Das müsste klar sein, weil man eben ja dann gar nicht IT-strategiekonform arbeitet. So, was macht Controlling natürlich in diesem Kontext wieder? Analyse und Bewertung dieser Inhalte, Empfehlung für das Management, genehmigen Sie das Projekt oder Vorhaben, genehmigen Sie das Projekt oder Vorhaben nicht, kommentiert man das Ganze, Plausibilisierung der Informationen, beispielsweise auch der Aufwände und ähnliches. Jetzt im Weiteren mal, was sind denn, sage ich mal, Elemente oder Kriterien, nach denen man in einem Portfolio priorisiert? Naja, klar, immer der finanziellen Nutzen, also was bleibt am Ende des Tages wirklich entsprechend über? Dann gibt es aber auch nicht finanziellen Nutzen, dazu können beispielsweise eben auch solche Sachen zählen wie Umsetzung der IT-Strategie oder IT-technische Vorteile, zum Beispiel Standardisierung bei Outsourcing. Und dann haben wir das Thema Risiken, Risiko immer ganz wichtig, also Risiken hinsichtlich der Ressourcen, also haben wir überhaupt die eigenen Ressourcen, da geht es nicht nur ums Geld oder kaum ums Geld, sondern haben wir das richtige Know-how an Bord, um beispielsweise eine Digitalisierungsumsetzung wirklich durchführen zu können. Risiken aufgrund von Zeitverzögerungen sind ein großes Thema. Risiken aufgrund von Wechselwirkungen mit anderen Geschäftsbereichen oder anderen Projekten. Das nächste Thema ist hier die Komplexitäten, die Sie da sehen. Also welche Komplexitäten haben wir zum Beispiel in technischer Sicht, gerade im Kontext von Digitalisierung, großes Thema. Welche Abhängigkeiten existieren einer bestimmten Ressource von diesem Vorhaben oder Projekt. Und dann obligatorische Dimensionen, dass zum Beispiel ein Projekt durchgeführt werden muss, weil es gesetzlich vorgeschrieben ist. Ich hatte vorhin schon ein Beispiel genannt, aber denken Sie auch an die Umstellung auf die längeren IBAN-Nummern bei den Bankkonten. Das mussten auch alle durchführen, weil sonst hätten Sie gar nicht mehr sich mit Ihren Geschäftspartnern austauschen können. Aber auch hier Erneuerungszwang, zum Beispiel auch können Sie beobachten, Windows 7 wird jetzt irgendwann nicht mehr gewartet oder unterstützt. Und da ist natürlich so, dann müssen Sie ja irgendwann umstellen. Was soll Sie auch sonst tun können? Jetzt werden wir wieder einen Schritt konkreter. Also, jetzt sehen wir mal ein typisches IT-Portfolio mit einer zugehörigen Normstrategie. Also, wir haben ganz oft eben so etwas wie Return on Investment, also Gewinn im Verhältnis zu eingesetztem Kapital. Das ist die eine Dimension. Und dann natürlich bei der IT-Strategie, es geht um IT und den Beitrag zur Strategieumsetzung. Und dann dürfte klar sein, dass hier ist strategiefördernd und einen hohen Return on Investment. Hier haben wir eben eine geringe Return on Investment und natürlich entsprechend auch
eine geringe Strategieumsetzung. Und hier ist nochmal definiert, das wissen Sie auch, ne? Gewinn ist Aufwand minus Gewinn. Erträge minus Aufwand, ja, haben wir den Gewinn, wenn wir ihn jetzt bilanztechnisch betrachten oder eben wenn wir das Ganze mit Kosten und Erlösen betrachten. Also, das hier ist schon mal die Normstrategie. Dann hat man oft die Größe dieses Portfolio-Objekts. Das wird dann, also die Größe, also jetzt wirklich die, wie groß ist dieses Objekt? Da ist es dann ganz oft so, dass man da das Finanzvolumen eines Vorhabens oder Projektes betrachtet. Also, wie viel kostet es? Ja, das ist eigentlich so der Hintergrund. Jetzt schauen wir das uns mal im Weiteren auch wieder an, eine Ebene tiefer. Hier in der Aufgabenstellung ist das schon gesagt, wir haben das Projektbudget ist die Größe des Portfolioobjekts und wir haben hier die entsprechenden weiteren Objekte, also wir haben vier Stück, A, C, B, D. Und wir bleiben hier bei diesem Beispiel Return on Investment und Beitrag zur Strategieumsetzung. So, jetzt gucken wir drauf. Wir wissen oben rechts gut, unten links schlecht. Dann es dürfte klar sein, das beste Projekt ist A. Da sind wir uns, glaube ich, einig. Welches ist das schlechteste Objekt? Ich glaube, das kann man in diesem Portfolio auch sehr gut erkennen, nämlich D. So, jetzt wird es schon ein bisschen komplizierter. Projekt A erfordert im Geschäftsjahr 8 Millionen Euro, die Projekte C und B 4 Millionen Euro. Ihr Budget wird auf oder ist auf 12 Millionen Euro gedeckelt. Welche Projekte werden durchgeführt? So. Und jetzt ist es natürlich schwierig, das werden Sie erkennen können. Was ist jetzt besser, C oder B? B hat einen höheren Beitrag zur Strategieumsetzung, den C nicht hat, aber C hat einen deutlich höheren Return on Investment. Und es ist jetzt nicht gesagt, dass wir eine Priorisierung dieser beiden vornehmen, weil es ist ein Portfolio. Das ist alles gleichgewichtig, sonst geht das mathematisch natürlich nicht auf. Wenn man jetzt schlau ist, oder wenn Sie jetzt mal Ihr Geodreieck rausholen würden, dann würden Sie Folgendes feststellen können. Wir sehen also, wenn man jetzt wirklich diese Linie hier anlegt, dass natürlich in dem Fall wir A, also zur Frage 3, A und C durchführen würden, weil C geringfügig besser ist, wenn Sie jetzt hier genau das Geodreieck anlegen. Deswegen ist das beim Portfolio dann relativ einfach. Sehen wir, C ist ein Stück weit höherwertiger, weil wir hier unten diesen kleinen Bauch noch sehen, als B. Also würden wir durchführen A und C. Als weiteren kleinen Impuls zu dem Thema, wenn Sie jetzt mal sich was überlegen müssen, und das ist genau die Entscheidungssituation, in der man dann ist und in der eben Controlling das Management berät, wie man damit umgehen soll, ist die Frage 4 hier. Das Unternehmen stellt also jetzt fest, dass sich Probleme bei der Gewinnerzielung abzeichnen. Wie sind die Projekte dann zu priorisieren? Also Gewinnerzielung, das ist ja jetzt hier die Dimension hier. Ja, also wir müssen jetzt auf die Gewinnerzielung zielen, weil sich im Jahresverlauf etwas verändert hat. Und dann ist es wieder relativ einfach, mal nach Zahlen. Das heißt also, was ist die Reihenfolge derer, auf die wir denn verzichten könnten? Dann wäre das schlechteste Objekt B, geringsten Beitrag hier zum Gewinn, Return on Investment. Dann natürlich D, dann C, dann A. Das heißt also, auch unterjährig kann ich natürlich eine Prioritätensetzung verändern, dann hilft mir das Portfolio aber auch dabei zu erkennen, welche Priorisierung ist denn dann angezeigt. Das Ganze ist natürlich ziemlich einfach. Ja? Und deswegen würde ich Sie einfach mal bitten, Sie haben das auch teilweise in Unterlagen, oder haben Sie in Unterlagen, mal die Aufgabe 1 und diese Aufgabe 2 mal durchzuführen. Ja? Die haben Sie in den Unterlagen. Und versuchen Sie, die mal zu entwickeln, die Fragen zu beantworten. Die Aufgaben sind beschrieben und auch hier zur Frage 2, ob die unterschiedlichen Objektwerte untereinander plausibel sein können. Genau, das haben wir jetzt vor und dann mache ich mit der Auflösung im nächsten Fall dann weiter. Bis dahin, ciao, ciao.